Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich die außergewöhnliche Möglichkeit, eine niegelnagelneue KTM 790 Duke einzufahren. Heute ist Freitag, ein Tag vom Orange Day. Ich nehme euch heute eine Runde mit und werde euch ein bisschen berichten, was gibt es zu beachten, was ist gut, was ist vielleicht nicht ganz so toll gelungen. Eins kann ich euch schon sagen. Der Sound ist genial. Für eine Serienanlage, wow, unschlagbar. Aber hört selbst. Okay, dann wollen wir mal eine kleine Runde KTM machen. Nochmal, wie schon gesagt, jetzt ein kleines Fazit. Ich bin ungefähr 350, 360 Kilometer kurze Tour gefahren durchs Bergische Land rüber Richtung Nordhessen. Und in den 4,5 Stunden konnte ich mal wirklich Motor, Fahrwerk, alles ausprobieren. Ich muss sagen, ich bin wirklich erstaunt. Ich hätte es zuerst nicht gedacht, dass das wirklich was taugt, das neue Zweizylinder-Konzept von KTM, die KTM LC8C kompakt, den neuen Zweizylinderbereich hier. Motorgetriebe ist wirklich hervorragend, super abgestimmt, da ist Power ohne Ende die ganze Zeit. Okay, jetzt noch mal ein paar Details. Das ist die sogenannte KTM-Bremse ja. Hinten etwas unterdimensioniert, hat mir sehr gut gepasst aber. Das hat sehr gut gepasst aus dem Grunde, weil das ABS nicht zu früh angesprungen ist. Aus meiner Sicht müsste man da gar nichts ändern. Erstaunlich sind die Bremsen vorne. Es ist wie gesagt auf beiden Seiten zu sehen. Doppelbremse. Sie könnte etwas bissiger sein. Ich bin da aber positiv von überzeugt, dass man das hinbekommen könnte mit besseren, bissigeren Bremsbelägen. Ich würde da wieder persönlich die entsprechenden Braking- bzw. EBC-Belege probieren und dann entsprechend das mal probieren. Wenn das immer noch nicht funktioniert, wäre der zweite Gang dann halt eine andere Bremspunkte anzubringen. Hier könnte ich, wenn es machbar ist, muss man schauen, was die ABEs sagen. Die Magura HC1 wäre auch eine gute Möglichkeit dort. Und der letzte Umwandlungspunkt, wenn die Bremsen dann immer noch nicht passen, dann natürlich ein Umbau auf Brembo, M4 oder noch besser M50 Sättel.
Das natürlich wieder mit dem Problem, wie schaut es mit TÜV aus? ABE wird es ja definitiv nicht geben. Wie gesagt, die 350 Kilometer Fahrt waren hervorragend. Quickshifter und auch Blipper haben einwandfrei funktioniert. Die gehen wir direkt mal auf die andere Seite. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hier unten haben wir auch die Schaltung, alles dran. Wunderbar funktioniert der ganze Quickshifter- und Blipper-Bereich. Ich muss ganz ehrlich aber auch zugeben, für mich war es eigentlich eine Umgewöhnung, jetzt einen Blipper auch zu nutzen. Den Quickshifter kannte ich ja schon teilweise selber aus meinem Umbau der 96 Duke R. Aber hier ist es schön integriert, wirklich hervorragend gelungen. Zum Thema Reifen. Man sieht hier, wie weit ich runtergekommen bin. Es fehlt ein kleines Stückchen noch. Gestern durchs Bergische waren durch den schattigen Bereichen doch noch ein paar Probleme mit viel Dreck und Sand. Ich wäre nach knapp 100 Kilometern Laufleistung, Kilometerstand auf der Karre, fast weggeflogen, weil in der Kurve plötzlich Schlitt ohne Ende war. Dank des Lenkungsdämpfers hatte ich halt das Glück gehabt, dass mir der Lenker nicht komplett weggeschlagen ist. Das hat gut funktioniert, einen leichten Schlag in die Handgelenke, konnte die Karre gut aufrichten und Gott sei Dank ohne Gegenverkehr dann auch wieder auf die richtige Fahrbahn zurück. War auch die einzige Schrecksekunde, ist aber nicht den Reifen geschuldet. Nein, hat funktioniert wunderbar. Vorne ist noch ein bisschen mehr, hinten fast gar kein Angststreifen vorhanden. Es war gestern auf den trockenen Abschnitten, hat es wunderbar funktioniert. Auf den nassen würde ich sagen, Schulnotensystem 3-. Ich habe es mehrfach auf sehr schlechten Straßen im Bruch spüren dürfen. Das kann man natürlich begegnen, zum einen mit der Powerpart-Sitzbank und wenn man einen Reifen aufzieht, der mehr komfortabler ist, wie zum Beispiel ein Conti Sport Attack 3, Conti Rotatec 3 oder auch von Dunlop der neue Dunlop Sport Smart 2 Max. Da gibt es ja noch andere Reifen, die auch komfortabel sind, Pirelli Angel GT, Tourenreifen. Muss halt jeder für sich selber rausfinden. Also Empfehlung wäre definitiv ein komfortabler Reifen, der eine gute Eigendämpfung hat, um das teils doch harte Fahrwerk auszugleichen. Gerade am Hintern hat man das gemerkt, vorne war das soweit in Ordnung. Auch das befürchtete tiefer Eintauchen beim Anbremsen ist nicht da. Also da das neue Konzept mit den Fehlerelementen aus meiner Sicht einwandfrei. Für Straße reicht das völlig aus. Selbst ich muss sagen, der ja ein Verfechter von voll einstellbaren Fahrwerken ist, man braucht nichts für die Straße da groß verändern. Kurzum, selber erfahren, einfach machen. Ciao.